Würden Sie in ein Boot einsteigen, das schon total voll ist und bei dem alle bereits auf derselben Seite sitzen? Wahrscheinlich nicht, weil Sie sich sagen würden, oh, die Gefahr, dass das schief geht, dass dieses Boot kentert, die ist doch sehr, sehr groß. Und dann haben wir wahrscheinlich nicht genug Rettungsringe, um diese Katastrophe irgendwie noch abzumildern. Aber genau das passiert derzeit an der Wall Street. Alle springen in ganz wenige Aktien rein. Diese Aktien steigen, die allermeisten Aktien fallen. Und damit haben wir die Situation eines absoluten Klumpenrisikos, das immer größer wird, das sich immer mehr aufbläht. Und da darf überhaupt nichts schief gehen, denn von Bewertungen brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Aber was ist, wenn alle dann zur gleichen Zeit durch die gleiche Tür raus wollen? Dann wird es eng. Und dann könnte da ein bisschen Panik entstehen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir sehen heute an der Wall Street etwa nur der Nasdaq wieder im Plus, vor allem der Nasdaq 100, also da, wo die Dickfische dominieren. Eine Google jetzt, die derzeit hausiert, eine Nvidia, eine Amazon, die sind richtig gut drauf. Alle anderen Indizes sind im Minus, vor allem der Dow Jones liegt auch an Home Depot, dazu gleich mehr. Wir sehen den Russell 2000, den Nebenwerteindex, über 1% im Minus. Wir sehen den VIX steigend heute. Aber wie gesagt, es ist nur der Nasdaq, der heute steigen kann. Jetzt gucken wir uns mal die sogenannte Heatmap an, also wie performen denn die Aktien heute. Da sehen wir eine Google, eine Nvidia, eine Amazon, das sind die Treiber, auch eine Microsoft. Investieren ist so einfach, so hier ein Kommentar, jeder braucht nur dieselben 6 Aktien sich auszuwählen und die ganze Sache läuft schon. Wir sehen, dass hier die meisten Aktien dagegen im Minus sind, dass die nicht wirklich gut laufen und das liegt daran, dass wir eben jetzt alle im selben Boot haben, dass vor allem die institutionellen Player hier etwa von der Bank of America befragte Großinvestoren, die haben umgeschichtet aus Rohstoffen und Versorgern in Technologieaktien und zwar so stark wie seit Dezember 2021, nicht mehr auch in Aktien der Eurozone. Man ist jetzt so stark wie seit Juli 2020 nicht mehr in Wachstums- und nicht in Substanzwerten investiert. Und Big Tech ist der am stärksten nachgefragte Trade, ein regelrechter Run auf Tech-Aktien, die werden alles retten. Hier sehen wir mal das Ergebnis dieser Umfrage, Long Big Tech 32%, Most Crowded Trade, dann kommt Short Banken und Short US-Dollar, auch das finde ich interessant. Also es ist sozusagen das Spiel, dass alle das Gleiche machen. Das gilt nicht nur hier für die von der Bank of America Befragten, sondern auch für sogenannte Vol Control Funds. Also Funds, die versuchen, möglichst wenig Wohler zu haben, das sind Algorithmen, das sind Quant-Funds, also die praktisch automatisch hier anlegen. Und was haben die gemacht? Die sind auch in Tech-Aktien gegangen und zwar so stark wie schon seit Jahren nicht mehr, größter Wert seit Dezember 2021. Also alle schön in dieselbe Soße rein und das wird garantiert gut gehen, denn dieses Boot, das kann das verkraften, wenn alle auf derselben Seite stehen. Hier sehen wir mal die Performance der letzten 3 Monate im S&P 500, viel rot, aber eben eine Microsoft, hier wegen der ChatGPT-Geschichte, eine Google, jetzt wegen Bard, weil man vielleicht jetzt eine bessere Alternative zu ChatGPT hat, eine Apple, eine Meta, eine Amazon. Das war es dann aber auch schon mehr oder weniger. Nvidia natürlich noch, also wenn man will, es sind 6 Aktien, die das Ganze irgendwie am Laufen halten und kaschieren, dass die meisten Aktien fallen. Das gilt selbst für den Nasdaq. Schauen wir uns mal hier die 9 Hochs aus dem Jahr 2023 an und dann die New York Advanced Decline Linie, also Anzahl von Aktien, die steigen gegen Minusanzahl der Aktien, die fallen. Und wir sehen tiefrot, aber der Index, der steigt weiter, weil eben die Dickfische so stark gewichtet sind. Und jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal eine Aktie an in Sachen KI-Euphorie. Nvidia, die hat jetzt ein Price-to-Sales-Ratio von über 27. Das heißt, wer diese Aktie kauft, der bezahlt jetzt praktisch den 27 Jahre den Umsatz, nicht Gewinn, sondern nur Umsatz. Und jetzt hat damals 1999 Scott McNeely, damals Chef von Sun Microsystems, die Anleger vor der Dotcom-Blase gewarnt und Folgendes gesagt: Wenn du jetzt zum Beispiel das Zehnfache deiner Umsätze, eine Bewertung des Zehnfaches deiner Umsätze hast, dann musst du dir vorstellen, dass du praktisch in den nächsten 10 Jahren
die 100% deiner Umsätze an Dividenden ausbezahlen müsstest, um das Ganze zu rechtfertigen. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast gar keine Kosten, aber natürlich hast du Kosten und so eine Firma wie Nvidia hat natürlich auch Kosten, weil sie muss ja diese Chips herstellen. Dementsprechend sind das Bewertungen, die letztendlich nicht nachhaltig sind. Klar, so ein Hype, so eine Euphorie, die kann länger gehen, als man denkt, aber sie wird in sich zusammenfallen, wie eben solche Blasen dann immer in sich zusammenfallen. Das nun mal als Beispiel herausgegriffen, wie krass die Dinge sind und derzeit wahrscheinlich mit etwas mehr Substanz, aber Alphabet mit Bart, wie gesagt, da hat man jetzt mal in den letzten Tagen 115 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist etwa das Dreifache des BIPs von Bolivien etwa oder sogar ein Ticken mehr als das BIP von Hamburg. Also das, was die Hamburger in einem Jahr, die Hamburger Wirtschaft, die Hamburger Bürger etc. alles in einem Jahr erwirtschaften, das ist jetzt in wenigen Tagen mal hier hinzugekommen. Auch die Alphabet-Aktie natürlich maßlos überkauft inzwischen. Und ja, das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und es könnte sein, muss nicht sein, aber es könnte sein, dass es nicht mehr gut geht, weil da in Sachen Schuldenobergrenze letztendlich was schief geht. McCarthy, der Führer der Republikaner, hat jetzt heute Morgen gesagt, respektive gestern Abend US-Zeit gesagt, also wir haben keine Fortschritte gemacht und wir wollen ein Clean Debt Ceiling. Wir haben jetzt nur noch 16 Tage Zeit. Wir sind stark zusammen. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stark und so weiter. Wir versuchen also hier ganz klar unsere Position durchzusetzen und Joe Biden denkt nicht dran, seine Agenda irgendwie aufzugeben und viele seiner Gesetze, die er erlassen hat, jetzt irgendwie sich streichen zu lassen, Förderungen für alternative Energien etc. Die Wall Street warnt schon, das könnte schwierig werden. Das macht jetzt schon Dinge kaputt und wir sehen hier mal die Angst am Anleihenmarkt, die einmonatige US-Staatsanleihe schießt geradezu durch die Decke. Das zieht den gesamten Anleihenmarkt nach unten. Das heißt, die Renditen steigen, die Kurse fallen und die Renditen steigen. Wir sehen die 10-Jährige jetzt bei 3,565. Und warum das so ist, warum die Sache schwierig werden könnte, das hat ein sehr intelligenter Leser von Finanzmarktwelt auf den Punkt gebracht. Es würde ihn sehr wundern, wenn die Republikaner jetzt schon Zugeständnisse machen. Die warten doch bis zum letzten Tag. Und da lässt man vielleicht erstmal noch ein paar Behörden schließen, um Gehälter einzusparen. Es ist halt ein politisches Spiel. Die eine Partei will der anderen dann die Schuld in die Schuhe schieben. Und der McCarthy, und das finde ich einen sehr guten Punkt, kann ja auch nicht das Weichei spielen, nachdem man 15 Wahlgänge gebraucht hat, bis er im Amt war. Der musste sich ja immer wieder der Wahlstellen, musste Kompromisse machen an die verschiedenen Flügel. Das hat gezeigt, dass er die Erwartung der Hardliner bzw. MAGA-Anhänger erfüllen muss, also der Trump-Anhänger. Und das zeigt, dass man gute Nerven hat seitens der Republikaner, wenn es drauf ankommt. Und dementsprechend wird diese ganze Geschichte noch richtig schwierig, die wird richtig eng. Und je näher wir an diesen Termin, wahrscheinlich 1. Juli, Juni oder 1. Juni-Woche heranrücken, wo den Amerikanern das Geld ausgeht, weil sie sich eben an die Schuldenobergrenze halten müssen, wird es schwieriger. Aber nochmal zu den Anleihenmärkten im Vergleich zu den Aktienmärkten. Wir sehen hier diese massive Divergenz zwischen dem Anleihenmarkt, TLT, ein langlaufendes ETF für Staatsanleihen. Oder für langlaufende Staatsanleihen, genauer gesagt. Da wird die Lücke immer größer. Wir sehen hier diesen massiven Unterschied zwischen diesen Credit Default Swaps, Kreditausfallversicherungen und dem VIX. Auch wenn der heute ein bisschen gestiegen ist und der S&P 500 insgesamt jetzt so in so einer Diamantenformation. Da wird sich bald etwas auflösen. Da wird etwas Größeres kommen. Wir werden sehen, was es sein wird. Jedenfalls haben wir schon gesehen, dass auch die Konjunktur in den USA doch durchaus schwächer wird. Einzelhandelsumsätze heute schwächer. Mit nur plus 0,4% erwartet war 0,8%. Das hat schon ein bisschen reingehauen. Wir sehen hier vor allem, dass die Dinge Furniture, also Möbel, Elektronics, also Elektronikgüter, das heißt, wir sehen, dass offenkundig die Amerikaner weniger Elektronikgüter kaufen und das macht natürlich dann Sinn, wenn die Tech-Aktien, die genau diese Elektronikgüter kaufen, so hossieren. Vielleicht mal drüber nachdenken. Autos auch ein bisschen schwach, das hat das Ganze so ein bisschen nach unten gezogen und wir haben heute
in Sachen Konjunktur der USA auch noch oder für die Konjunktur wichtig, Home Depot, praktisch so eine Baumarktkette. Hier sehen wir, dass man hier in jeder Hinsicht die Erwartungen verfehlt hat. Die Aktie im Sinkflug, das zieht den Dow Jones mit nach unten. Und wer hat sie empfohlen? Jim Cramer hat sie empfohlen. Kauft diese Aktie. Jetzt sehen wir, dass das der größte Revenue Miss war in den letzten 20 Jahren von Home Depot, also auf Jim Cramer. Da ist unbedingt Verlass. Und verlassen tun sich die Investoren auch auf die Aussagen der Fed. Na ja, wir kriegen schon ein Soft Landing oder... Und das ist das, was die Märkte offenkundig glauben. Hier nochmal die Bank of America Umfrage. Über 60% glauben, wir kriegen ein Soft Landing. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich mal den Small Business Optimism anschauen, also die Umfrage unter Besitzern von kleineren Unternehmen, der ist sozusagen weiter im Sinkflug. Das widerspricht dieser ganzen Geschichte zentral und interessant auch. Und das ist auch ein Most Crowded Trade. Also ein extrem volles Boot, da sind alle derzeit jetzt long in Anleihen, man rechnet also mit fallenden Renditen, aber wie Sie gesehen haben, das Gegenteil passiert, die Renditen steigen und wenn wir uns oben mal den Chart der 10-jährigen Anleihe anschauen, dann sieht das wie eine Bullenflagge aus, das ist hier die Rendite, das heißt, dieser Chart sieht irgendwie danach aus, als würde da dann was nach oben kommen, das heißt, die Renditen würden steigen, das ist jetzt erstmal komisch, oder wirkt ein bisschen komisch, weil alle davon ausgehen, wow, die Renditen werden fallen, aber das wäre dann auch der Weg des größten Schmerzes für diese Player am Markt, zumal jetzt eben Bostic gestern gesagt hat nochmal, also wir würden selbst die Zinsen nicht senken, wenn wir in eine Rezession kommen, heute Barkin, der gesagt hat, ich bin bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn es denn erforderlich ist. Und bereits jetzt sieht man, dass die Amerikaner praktisch mehr Geld für Zinsen ausgeben, als ihr gesamter Verteidigungshaushalt beträgt. Und der ist ja beträchtlich, wie wir wissen. Kommen wir nochmal nach China. Wir hatten heute ja auch heute Nacht sehr schwache Daten aus China, vor allem jetzt die Wohnungsbauinvestitionen, die ja so wichtig sind, weil der Immobilienmarkt eine so immens wichtige Bedeutung in China hat. Es ist praktisch der Wertspeicher für die Bevölkerung. Hier sehen wir, dass es da weiter nach unten geht. Weitergefallen, da ist die Korrektur noch lange nicht durch und so. Solange der Immobilienmarkt nicht einen Boden gefunden hat, wird sich die Wirtschaft in China nicht erholen. Abschließend dann noch drei Empfehlungen. Warum sind die USA noch nicht in einer Rezession? Die Industrie ist bereits in einer Rezession, aber der Dienstleistungssektor eben nicht. Und so wie das BIP zusammengesetzt ist in den USA, ist eben der Dienstleistungssektor absolut maßgeblich gewichtet, Industrie weniger. Hier eine hervorragende Analyse, die diese Dinge, diese Zusammenhänge auf den Punkt bringt, meines Kollegen Wolfgang Müller. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Janet Yellen warnt vor dem Treffen Biden-McCarthy. Zeit wird richtig knapp. Wir werden sehen, was die Herrschaften ausbaldowern, ob da was rauskommt oder nicht. Morgen wird ja Joe Biden dann Richtung Asien fliegen. Und da erstmal ein paar Tage unterwegs sein und nochmal nähere Informationen, wie stark da die Panik am Anleihenmarkt bereits ist. Wir sehen hier den Steilflug, weil eben die Märkte sich da schon Sorgen machen, die Anleihenmärkte, zumindest im Gegensatz zu den Aktienmärkten, dass da etwas schief gehen könnte. Wir werden sehen, also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.